Moin Moin und herzlich willkommen zurück Von mir zu erfährt Gothic keiner was. 2, die Nacht des Raben. Ja, gibt es von dem da noch was Neues eigentlich? Wirklich Nö. dahin? So, ich speichere einmal hier. Wir haben immer noch nicht herausgefunden, wie wir eigentlich das Dingens da lösen mit Quarodron. Aber ich will hier nochmal es versuchen, gegen die Warane anzutreten. Auf diese Art wahrscheinlich nicht. Okay, das hat schon mal geklappt. Aber ich finde, der ist zwar stärker, aber damit bin ich zu langsam. Ich brauche einen Varan jetzt von denen. Ah, den da. Ja, der kommt, der kommt. Komm. Könnte schwierig werden, warte mal. Wieder den. Hä? So, nochmal speichern. Und da hinten müsste irgendwo ein Schatz vergraben sein. Ja, komm. So, bitte. Nein. Komm. Nein. Diese Drecksviecher. Muss ich doch irgendwie schaffen gegen den. Vielleicht im Wasser? Nein, jetzt kommt der zweite auch noch. Gefällt mir gerade gar nicht. So, magischer Bogen. Habe ich magische Pfeile? Ach, Geschicklichkeit zu wenig dafür. Ne, der kommt da. Der kommt schon. Ja, komm. Nein! Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das wird nicht funktionieren mit denen. Komme ich hier hoch? Nein. Gibt es überhaupt einen Weg wieder hoch? Goldbrocken, okay. Ja, gut. Dann haben wir ein kleines Problem. Wenn ich gegen die noch nicht ankomme, da. So, ich gehe mal über den Canyon, über die Höhlen da hinten. So, wieder zurück ins Sumpf.
Gebiet. Hier dürfte aber auch keiner mehr sein, glaube ich. An Gegnern. Die sind alle eigentlich schon ausgeschaltet, meine ich. Aber ich brauche irgendwoher eine Antwort für Quachotron. Seine Fragen. Andernfalls komme ich ja nicht drauf. Habe ich irgendwo hier Anhaltspunkte? Eine verhängnisvolle Situation? Das müsste eigentlich auch beendet sein, ne? Mit Senyan. Senyan ist ja tot. Heilpflanze? Hier ist niemand. So, da oben dürfte eigentlich auch niemand mehr sein, ne? Hier müsste auch alles und jeder tot sein. Da drinnen könnten vielleicht ein paar Crawler sein. Ich glaube, Crawler könnten wieder gespawnt sein. Nö, anscheinend ja nicht. Feuernessel. Zumindest sehe ich hier gar keine. Aber hier ist eine Heilpflanze. Ich finde es schade, dass hier jetzt nichts gespawnt ist, also nichts zurückgekommen ist. Ich hätte die Punkte gebraucht. So, apropos Banditenlager. Kann ich das essen? Ja. Essen wir den Eintopf. So, Rüstung von Ravensgarde. Dann haben wir nicht direkt hier angegriffen werden, wenn wir drüben sind. So, hier ist auch alles tot. Kann ich jetzt eigentlich auch mit Tom reden, ihm Bescheid sagen, hier, Bloodwin ist tot, Senyan ist tot, alle wichtigen Persönlichkeiten sind... Hey, Monty? Du. Tonak, Pardos, Telbor, Patrick, Tom? Wollt ihr nicht abhauen? Wollt ihr nicht abhauen? Doch, natürlich. Wir warten nur noch auf einen günstigen Moment. Der wäre? Esteban ist tot. Esteban ist tot. Echt? Mann, das nenne ich Glück. Wer hat das getan? Sagen wir einfach jemand, den du kennst. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Jetzt kann ich wieder ins Lager. Und sonst? Und sonst? Jetzt kann ich mich endlich wieder im Lager blicken lassen.
Okay, für ihn war jetzt wichtig, dass Esteban tot ist. Immerhin haben wir das erledigt und 150 Erfahrungspunkte nochmal bekommen. Fehlt uns noch ein bisschen, ja. So, wen müsste ich eigentlich noch alles ausschalten, oder? Ich brauche Punkte. Also... kann man sowas nicht machen. So, Carlos. Hier heißen die alle Bandit. Ramon, Bandit. Senyan ist ja jetzt tot. Also eigentlich, die Beziehung zu dem ist ja auch erledigt. Hier, Snuff. Ich habe den Schnaps gebrannt. Ich habe den Schnaps gebrannt. Ausgezeichnet. Dann mache ich das mal fertig. Hier. Du kannst direkt eine Portion probieren. Das macht einen starken Arm. Ach, und wenn ich dir nochmal helfen kann, alle Informationen sind ab jetzt für dich umsonst. Feuergeschnetzes erhalten. Wie läuft der Laden? Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Ja, okay. So, Tom. Und sonst? Und sonst? Jetzt kann ich mich endlich wieder im Lager... Okay, nichts Neues. Logan? Nee. Ich komme später wieder. Kann ich nochmal mit, Lucia reden? Hey, du. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Was hat sie hier? Ein Degen, rostiges Schwert, Dolch. Ein Besen hat sie. Echter Seemannsgrog, weiß warum? Ja, okay, die hat nix. So, warte mal. Feuergeschnetzeltes. Stärkebonus 1. Den bewahren wir erstmal auf. Wie sieht's mit ihm aus? Kann ich von ihm noch was Neues erfahren? Fortuno? Ich habe Sumpfkraut für dich. Ich habe Sumpfkraut für dich. Alles Sumpfkraut abgeben. Komm, ich gebe ihm mal alles. 30 Gold erhalten, 3 Gegenstände. Warte mal, hat er... Oh! Wir brauchen noch exakt 1000 Erfahrungspunkte. Was mit ihm? Hey. Der Bandit? Ich hätte das nicht gemacht. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Raven ist unser Anführer. Er hat uns hergeführt und das Lager aufgebaut. Er kontrolliert die Mine, denn sonst hätten sich die Hunde längst wegen dem Gold umgebracht. Was weißt du über das Lager? Was weißt du über das Lager? Nachdem klar war, dass es hier eine Goldmine gibt, haben sich die Penner wohl ganz schön aufs Maul gehauen. Raven hat dann die Schlimmsten von ihnen umgebracht und den Rest aus der Mine geworfen. Seitdem darf niemand mehr in den oberen Bereich. Er hat sogar Gefangene anschleppen lassen, die in der Mine schürfen. Was weißt du über die Gefangenen? Was weißt du über die Gefangenen? Raven will irgendwas ausbuddeln. Erst hat er die Banditen das machen lassen, aber dabei sind zu viele draufgegangen. Deshalb hat er die Gefangenen geholt. Wenn die krepieren, spielt das keine Rolle. Was will Raven ausbuddeln? Keine Ahnung, aber ihm geht's wohl um mehr als das Gold. Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Die Piraten wollen uns nicht mehr zum Festland bringen, weil sie für ihre letzten Transporte nicht bezahlt wurden. Wir sollten ein oder zwei von ihnen aufspießen, dann werden die anderen uns garantiert wieder übersetzen. Wer erzählt denn sowas? Okay, kann ich mit ihm nochmal reden? Mit Fisk? Ne, der kann nur handeln. Alchemietisch, Buchkommode. Tränke permanenter Veränderung und ihre Zutaten. Elixier der Geschicklichkeit, ein Goblinbeere. Trank der Geschwindigkeit, ein Snapperkraut. Dieser Trank benötigt keinen Kronstöckel, sondern Feldknöterich.
Und die habe ich auch alle gefressen. Ich darf hier gar nichts mehr fressen, kann das sein? Elixier des Lebens, eine Heilwurzel. Elixier des Geistes, eine Feuerwurzel. Brauen dieser Rezepturen ist die hohe Kunst der Alchemie. Ihnen allen ist zu eigen, dass sie einen Kronstöckel als Zutat verlangt. Der Trank der Geschwindigkeit ist viel einfacher herzustellen, was auch daran liegt, dass man keinen Kronstöckel benötigt. So. Verdammt. Ja. Was haben wir hier? Noch eine Truhe? Mit einem Dolch, okay. So, gehen wir mal hoch. Das war jetzt interessant. Upsi. Jetzt. So, hier haben wir auch noch ein paar Betten und noch eine schöne Truhe. Mit Trank der Geschwindigkeit. Nice. Ich nehme denen alles weg. Aber ich wüsste gerne wegen Quarodron, was man da machen muss oder kann. Was die Antworten sind oder wo ich die rausfinde. Obwohl, Moment mal. Gab's nicht da bei den Wassermagiern, wo die jetzt sind, nicht so Dinger, die ich noch nicht in der Lage war zu lesen, aber jetzt in der Lage sein müsste? Vielleicht steht da was. Genau, dort in dem Tor, hinter, da drinne. Dann wenn ich jetzt... Ich kann die hier wieder ganz entspannt anziehen. Da drinnen gab es doch Bücher. Versteintafeln oder sowas ähnliches. Wie diese Steintafel, die ich jetzt endlich mal aufnehmen konnte. Was waren das für eine? So, das war... Steintafel der Lebensenergie. Die lese ich. Lebensenergie 15, immerhin. Die muss ich aufbewahren. Ich brauche eben eine Fackel, damit ich was sehen kann. Diese Dinger zum Lesen, die waren doch hier irgendwo, meine ich. Genau, hier. Okay, wieso kann ich die nicht lesen? Kann ich die jetzt lesen? Wieso kann ich die nicht lesen? Ich kann die nicht lesen. Warum nicht? Warum kann ich die nicht lesen? So, hier geht es ja wieder zurück nach Corinus, aber was ist damit? Kann ich das hier lesen? Auch nicht. Ich fühle mich jetzt ein bisschen verarscht.
Klar, schön, dass ich Steintafeln lesen kann, aber... Ich würde auch gerne wissen, wie ich jetzt mit der Story weiterkomme. Kann nichts davon lesen. Das finde ich jetzt richtig scheiße. Wenn ich jetzt nochmal hier hingehe und zu Quahodron. Ich glaube, ich muss das wirklich raten. Kann das sein? Was die Antwort sein soll. Oder warte mal, gibt es hier nicht vielleicht noch... oh. Hier ist jetzt alles weiß im Inventar. Sehr interessant, dass hier jetzt alles weiß ist. Hier ist jetzt nicht mehr weiß, okay. Ich versuch's nochmal. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakenda ist es, der du angehörst? Die Totenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jakenda vor feindlichen Angriffen? Die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Ich würde sagen, hier die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Das war auch die Kriegerkaste? Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Ich würde sagen, hier waren es die Priester. Die Priester. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen? Um die Welt vor den Bösen zu schützen. Ich würde dann hier versuchen, mal vielleicht... Naja, aber hier ist das, das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Deine Antworten sind... Ich werde die... Ja, bitte verzeiht mir das, aber ich komme nicht drauf. Ich werde das ergoogeln. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Das ist das Einzige, was ich hier jetzt googeln werde. Also, um überhaupt auf die Lösung zu kommen, bitte seid mir deswegen nicht böse, ich komme einfach nicht drauf, ich weiß nicht, wo ich suchen muss. Ich habe hier keine Antworten, aber bis gleich dann, ich mache hier einen kleinen Cut. Verzeiht mir das bitte, wirklich, weil darauf komme ich gar nicht. So, da bin ich wieder. Ich würde nochmal mit ihm reden wollen, ich habe die... Antworten hier jetzt neben mir offen. Welche Kaste von Jakenda ist es, der du angehörst? Hier sind das die Totenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jakenda vor feindlichen Angriffen? Dann haben wir hier die Krieger. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Hier waren das dann die Priester. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Und dann wieder die Krieger. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Hier waren das die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken?
Hier die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor den Bösen zu schützen? So, das kann ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Schlüssel zum Tempel verlangen. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Kardimon und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Kardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Er ist ja aber noch da. Alter! Das war aber laut. So, okay. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich dafür gegoogelt habe, für die Antworten. Weil wir haben schon sehr oft versucht, ich wusste nicht, wo ich suchen muss, um auf die Antworten zu kommen. Nur das mit der Kriegerkaste, dass die am Untergang schuld sind. Das war das Einzige, was ich wusste. Aber mehr auch nicht. So, ich würde aber den Weg jetzt gehen. Zum Teleportstein. So, wenn ich den jetzt wiederfinde überhaupt. Müsste irgendwie da oben sein, ne? Gleich da vorne. So. Einmal durch. Dann jetzt wieder was umziehen. Wir brauchen die Rüstung von Ravensgarde. Zum Banditenlager. Erfahrung plus 150. Warte mal. Zum Tempelportal. Zum Canyon. Okay, Canyon hatten wir schon. Hatten wir schon mal. Zum Sumpf. Okay, der hat dann noch gefehlt. Dann heißt das, also jetzt haben wir ein paar Punkte dafür auf jeden Fall bekommen. So, okay, jetzt zum Banditenlager direkt. Und dann nach da nach oben. Ne, die Punkte, die hatten wir jetzt gebraucht. Mir fehlt wieder einer. Warte mal. Hier durch das Tor. Dann müssen wir da irgendwas vorlesen oder so. Davor vorlesen. Um es aufzumachen. So, Steintafel von Quarodron. Der Schlüssel zum Adanos-Tempel. Jehedra Akanta. Jehedra Akanta. So, warte mal, da ziehe ich dann lieber die
Drachenjägerrüstung an. Und speichere hier. Aber ich würde sagen, weitermachen wir hier in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.